Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von My Windows. Heute geht es wieder mal um die Add-ons für den Firefox. In diesbezüglich speziell um YouTube. Es kann sein, dass ich etwas angenervt bin, da ich das jetzt zum 20. Mal mache. Oder zum 19. Mal. Weil irgendwie immer was nicht mit dem YouTube-Downloader funktioniert hat. Weiß nicht was. Also für die Tonspur habe ich schon ein super Programm gefunden. Da wird dann dieser Button hier eingefügt. YouTube-Download MP3. Und dann haben wir jetzt hier Easy YouTube-Downloader 3.5. Ich hoffe, dass der funktioniert und der unterstützt es auch in Full HD, gerade hatte ich einen, der hat das sogar noch konvertiert, aber eben nicht mal in HD, sondern in irgendeine Billigauflösung. Jetzt installieren, warten, bis das Ganze runtergeladen wird. Dann starten wir den Firefox neu. Und ich bete darum, dass CamStudio, nicht CamStudio, NoScript ausnahmsweise mal seine Finger rauslässt und diesen Button nicht irgendwie aussperrt oder was auch immer. So lange jetzt dann der Firefox gestartet wird, werde ich nächstes Mal noch ein Tutorial über dieses Programm machen. Ja. Ja, okay, super. Mal gehen wir mal vorsichtshalber auf Aktualisieren. Okay. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Mal. Schön, freudig. Und wir sehen wieder, was hat NoScript verbrochen? Hier fehlt was. Das hier noch dahin gefügt. Und jetzt hallo und herzlich willkommen zum neuen Programm. Können wir hier Download erst machen. So, gehen wir da mal drauf. Gehen wir mal HD. Oh, jetzt lädt das gleich runter. Ist ja hart. Ja. Okay. So, ja, hier, das gehen wir nochmal da drauf. Kommen wir auf youtube.mp3.org, Konvertvideo. Download. So, jetzt wird die MP3-Datei gesaved. MP3. Ich habe das Ganze runtergezogen. Mal schauen, wer das da drinnen gewinnt. Die MP3-Datei wird gewinnen wahrscheinlich. Ja, locker. Okay. So. Das ist jetzt die MP3-Datei. Programm in Visual Basic schreiben. Das wird eine Performance-Anwendung sein. Ein Hallo Welt, also auf. Das ist von Maiwin. Okay, das passt. Ja, das für eine Bitrate. Eigenschaften. Stimmt da nicht irgendwas von 128 oder sowas? Ja, 128 Kilobit, ja. Okay, wurde wahrscheinlich runtergeladen. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze ausschaut. Gesagt, das kommt vom Screencasten, wenn man noch ein bisschen die Qualität... Okay, Mann. Ich hab das jetzt doch nicht mit irgendeinem Scheißformat runterge... Wehe.
Na, geht doch. Willkommen zum ersten Tutorial von My Windows. Heute werden wir, das wird eine Forms werden, wenn wir Codex machen. Wir einen Doppelklick da. Okay, die Quali ist gut. So war meine Originalquali genauso. Also muss ich sagen, hat mich überzeugt. Ich hoffe, euch hat es auch überzeugt. Die Links stehen wie immer in der Beschreibung. Und ja, soweit dann von mir. Dann viel Spaß beim MP3 und Datei runterladen von YouTube. Und tschüss!